Wow. Wow. Gibt gar nicht die Funktion hier. Wow. Random Artikel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 Spielen Amnesia Justine. Und wenn euch das gefällt, fange ich gerne nochmal von vorne an. Also mir hat es gefallen. Fang nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 Spielen Amnesia Justine. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Justine. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch alle weiteren Folgen auf diesem Kanal nicht mehr. Und ich bin dran. Und kehre jetzt zurück zum Spiel. Habe ich gehört. Worauf wir uns alle freuen. Wir sind im Verlies. Genau. Oder wir gehen ins Verlies, aber keine Ahnung. Jo, hier ist ein neues Grammophon. Kannst du gleich ein bisschen lauter machen? I'm sure you have figured out how it all works by now. Okay. Are you enjoying my quips? I think they are quite clever. Naja. Not that I was ever much of a conversationalist. Poetry has always been my forte. But I digress. You should press on. It will all be over soon. Also, the police are here. Maybe they can help you. Warum ist die Polizei da? Wir sind voll die echten Polizisten? Weiß ich nicht. Hallo? Omi? So, okay, also da... Guck mal, das Loch. Da geht's raus. Ja, lass da... Das Spiel ist vorbei. Also rechts haben wir den Hebel. Hattest du den Hebel gefunden in diesem einen Raum. So, das war ja alles safe. So. Und dann hatte in diesem Maschinenraum oder was das war, hatte ein Zahnrad noch. Stimmt. Der Zettel hier von Daniel. Daniel Zettel. Haben Sie hier ein Zahnrad gesehen? Haben Sie dieses Zahnrad gesehen? Symbolbild. Ich verstehe nicht, wozu dieser Raum hier gut sein soll. Also, weil drin verstecken macht ja dann auch keinen Sinn. Wenn nee, nicht wirklich. Bam! So, bam! Wenn du das Plätschern hörst und ich höre es nicht, ich höre es halt nur über deinen, also über den Kopfhörer, der neben mir wirkt. Ist ein wenig Zahnrad hier. Das sind ja nur die ganzen Kisten. Quasi dieses Tor, was du gleich hoch machen wirst, wenn du die ganzen Kisten in so einem Halbkreis da so drumrum legst. Oh, das wäre lustig. Dass das Monster nicht durchkommt. System ausgedribbelt. Naja. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Naja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. So, was war hier jetzt noch? Da war eine verschlossene Tür. Ich glaube, genau, dass das Monster quasi daher kommt. Mal klopfen. Sie ist verschlossen. So, hier liegt auch nichts weiter rum. Einzig wirklich gute Idee war halt, hier ein bisschen was hinzustellen. Wenn es von da kommt. Ja, von wo denn sonst? Na, aus der Richtung, wo wir auch gekommen sind. Ah, das wäre natürlich schade. Also, vielleicht ist es ja wieder Basil. Basil. War aber ganz schön schnell unterwegs. Nein, ja, ich weiß nicht. Also, mal gucken. Ich gebe jetzt auf jeden Fall diesen Hebel. Können Sie mir eins der Dias noch geben? Oh, jetzt. Nee, ich will nicht wissen, wo. Nee, erstmal. Jetzt renn. Mach zu. Ja, genau. Und runter. Mein Gott, und jetzt. Rechts erst rein. Rechts? Da hinten, ja. Weiß ich nicht. Ja, immer zu machen. Da ist der Zahnrad. Nee, nein, da auf dem Tisch. Du standest eben drauf. Ach so. Das muss ich ja so. Ja, deswegen nicht. Die Tür nicht zumachen. Ach so. Oh shit. Ich glaube, er bricht gerade durch die Tür durch. Also er klopft zumindest gegen. Also wollen wir mal die Kerzen halt ausmachen? Hat uns vorhin auch gesehen, ne? Das hat sich gerade nach einer Holztür angehört. Also hörst du es? Ja, ich höre es. Okay.
Kann sein, dass er immer noch mit der anderen Tür beschäftigt ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe auch keinen Bock, das alles nochmal machen zu müssen. Ja, du hast doch gar nichts gemacht. Du hast TikTok gemacht. Der verschwindet auch nicht, ne? Jimmy! Ich werf ihm das voll in die Fresse. Steht er hier an der Tür, oder? Nein. Er kommt halt immer näher. Ich renne aber jetzt durch zu den beiden. Wohin? Da hinten? Geradeaus, ja. Jetzt durchgebrochen. Oh. Ja, deutsche Maike erwischt. Oh. Der haut noch ihn, oder? Jetzt ist er durch. Jetzt? Echt? Fuck. Mach hoch. Da bin ich. Renn. Aber wahrscheinlich hätte es runter machen müssen. Ja. Will er uns? Er will uns. Ob wir uns sowas von. Shit, bring doch mal, Mann. Oh. Oh. Alter, der bewegt sich halt gar nicht. Sie. Ja, mein ich ja. Oh. Scheiße. Hass. Hass. Ja, oh, weiß ich nicht. Oh. Mann, Brot. Mach das gleich nochmal. Alles. Das ist schwer. Also ich muss dann wirklich, ja, ich muss es dann irgendwie wieder zumachen. Wahrscheinlich hat man genug Zeit gehabt. Oder ich weiß nicht, wodurch wird es halt getriggert. Es wird getriggert, indem du das Zahnrad dran machst. So, und dann musst du halt sofort wahrscheinlich los. Das Problem ist, manchmal ist es halt schwer, den Hebel zu nehmen. So. Mhm. Musst du das anklicken, dann irgendwie so langsam hochmachen. Das ist halt unangenehm. So. Vor allem ein neues Spielbeginn ist einfach, warum steht das da? Das ist ja Quatsch. Du beginnst ja immer ein neues Spiel. Kannst ja nicht speichern. Naja, mach das mal. Keine Person, welche sich um Planung kümmerte. Das Kabinett entstand, als ihre Laune mit dem Unglück anderer kollidierte. Was denn für ein Kabinett jetzt schon wieder? So. Da wären wir doch schon wieder. Hm? Dann spiele ich das auch in 9 Minuten, glaube ich. Okay. So. Okay. Also, die Notiz. Oder den Brief. Noch eine Kiste. Nee. Ich nehme jetzt einfach mal keine Kiste mit. Ich mache jetzt hier den Hebel drin. Da hinten war ja nichts mehr, ne? Nee. Nur die verschlossene Tür. Hoch. So. Machst du immer runter? Ich weiß nicht. Hebel macht man bei mir immer. Hoch heißt. Hoch und runter heißt rum. So, und jetzt. Warte mal, machen wir erst die andere Tür vielleicht noch auf. Diese? Ach nee, die ist schon auf. Ja. Die ist schon auf. Okay, dann diesmal jetzt offen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und dann durchrennen. Ist hier irgendwie noch was? Nee, ich glaube nicht.
Also ich habe vorhin jedenfalls nichts gesehen. Und hier dann genau das auch selbe. Wieder zu machen. Das ist halt wichtig. Okay. Von wegen, alle können gerettet werden. Wir haben jetzt eine Person übrigens nicht gerettet.